Was? Vater so in der Badewanne am Saufen einfach, Digga. Was? Die sind richtig geil, oh mein Gott. Bro, also musikalisch wirklich krank gut. Schön, dass ihr da seid, Leute. Der erste Stream seit, glaube ich, gefühlt 4 Wochen, Digga. Ich würde sagen, wir jumpen direkt rein, Leute. Ich ruf Stroppo direkt mal an. Hallo? Hallo, Rizzi. Du hast dieses Lustige, wo Stimme so hoch und runter geht, hast du so... Was? Nein, das ist meine Stimme. Das ist deine Stimme? Natürlich. Alter. Ey, guck mal, das klappt sogar im Stream. Guck, jetzt sieht man dich auch im Stream. Hallo. Cool, mein erstes Mal Internet-Streaming. Und? Bist du aufgeregt? Oh, ich bin positiv erregt. Du bist ja mein Mentor. Du hast mich quasi... Ich habe Vatergefühle zu dir. Du hast mich groß gemacht. Ja, sehr geil. Das ist auch ein krasses Setup auch direkt, sehe ich hier, ne? Ist das ein Xbox-Headset? Das ist der neueste Shit. Schau mal. Das. Original, wow. Sperrmüll. Das ist wild. Das ist wild. Hammer, oder? Ja. Vorne weg, was sind Subs? Subs sind so dumme Leute, die Geld dafür bezahlen, weil ich momentan einmal die Woche streame und ich verstehe das nicht. Aber ich find's nett, dankeschön. So dumm. Dumm, oder? Verdiene ich auch Geld schon jetzt? Gerade nicht, aber ich kann dir später Geld geben dann. Cool. Pass auf, ich habe den Leuten gesagt, die sollen mir Sachen schicken. Die haben mir Links zugeschickt, aber auch Clips unter das Video einfach. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mit dem ersten Mal an, okay? Und dann kannst du dir sagen, was du davon hältst, ja? Du hast den richtigen ausgesucht. Ich bin auch sehr streng bei sowas. Haben wir einen Button auch zum Eingreifen, wenn was halt wirklich grottig ist? Ich meine, jede Talentshow hat einen Buzzer oder sowas. Ich würde sagen, dass wir einfach auf den Tisch schlagen. Oh. Ich habe hier... Oh, ich möchte es nicht so hart machen. Sonst. Was ist das? Ich habe meine Katze. Okay, fangen wir mit diesem Clip hier an. Ich weiß nicht, was es ist. Ja. Nee, ich muss ehrlich sein, ich hab's nicht verstanden. Ging mir zu schnell auch. Okay. Oh, guck mal hier, haben wir einen Diss-Track, Digga. Komm, wir schauen uns mal einen Diss-Track gegen mich an, okay? Ich hab vorhin, als ich auf die warten musste, schon ganz kurz angefangen, einen Diss-Track zu schreiben. Gegen mich? Ja. Pass auf, ich würde ja sagen, wenn wir das jetzt nochmal machen sollten, ne? Ja. Dass die einfach jetzt mal, wenn wir jetzt sagen, wir machen das nächste Woche nochmal, ist die Aufgabe ja relativ simpel. Die können ja einfach mal einen Diss-Track gegen uns drehen, weißt du? Also mit Musikvideo, cool Lyrics und so, da sehe ich das, oder? Dann ist Internet danach kaputt. Bumm. Ja, Zarot, der baut in Minecraft immer Häuser für mich. Da gucken wir doch mal rein, Digga. Das klingt doch interessant. Junge, du versuchst gegen irgendwelche Leute einen Diss-Track zu machen, ne? Aber du kannst es doch einfach selber nicht. Wieso machst du das? Ich dachte auch gerade. Ich dachte, krass, Alter. Richtig fett ist aber einfach GTA, Digga. Peinlich. Revi, wir hassen dich. Revi, keiner mag dich. Revi, ist mal lieber Fisch. Du willst ganz auf einen Streamer sein? Ha, da kann ich nur lachen. Ja, stabil, Hook. 808, gut. Ja. Ich find's cool, dass sie das so in so einem Videogame-Look gedreht haben in L.A. Weißt du, was ich meine? Ja, sieht so ein bisschen aus. Nachtzeichnen wahrscheinlich alles. Die sieht so ein bisschen aus wie GTA. Ist voll nice. Dein zweiter Name ist Bernd Berger. Das ist scheiße. Aber ich vergewisse, ich bin stärker. War eine starke Punchline, oder? Es ist schon geschmackvoll. Und wenn ich Auto hätte, würde ich direkt ballern. Aber es hört sich auch über diese qualitativen Kopfhörer nicht so krass an. Der Typ hat, wie viel Euro sind das Kleingeld zählen mit David hochgeladen? 10 Minuten. Warte. Wie viel Euro sind das? Klingt schon so spannend. Digga, okay. Schauen wir mal ganz kurz rein, ob der Junge ein Talent hat zum Entertainen. Hi, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heili, hallo, hallo. Mann, ist da. Deswegen müssen wir heute Geld zählen. Nee, Spaß. Ich hab richtig lange Kleingeld gesammelt. Einer schreibt, ist das Ju? Das ist nicht Julian Bam, nein. Und hier könnt ihr das nochmal sehen. Oh, was schätzt, wie viel Geld ist das? Und 10 Euro. Ich würde sagen, mindestens. Wahrscheinlich sogar 20, oder? Ich war immer wieder geflasht, wo ich früher noch mein Kleingeld zur Bank gebracht habe, wo es noch keine Scheine waren. Da kommt man mit so einem Sack da an und es sind halt wirklich 100 Euro. Aber wegen Inflation jetzt halt weniger, ne? Ja. Macht gar keinen Sinn, was ich gesagt habe. Ich habe auch einfach nur ja gesagt. Wir können ja mal zum Ende skippen und gucken, wie viel Geld es ist. Die letzten Cents. Achtung. Stopp, also nochmal Ergebnis. Ich würde sagen 15 Euro. Was hast du gesagt? 20 Euro. Ich sage 19,47 Euro. 15 Euro, genau.
Okay. Achtung. 40 Euro. Wetten, er sagt es einfach nicht. Was? Digga, guck, das holy ist genau, was ich gesagt habe. Genau dieser Moment in der Bank. Du hast gesagt 15 Euro. Nee, aber wenn du mit so einem kleinen Säckchen dahin gehst und auf einmal naja, dein Vermögen drin ist, boah. Hat mich persönlich gut abgeholt, muss ich sagen. Hat mich unterhalten. Fand ich auch sehr gut, sehr gut. Ja. Hier haben wir noch was Gutes, warte mal. Monitor der Trimax hier. 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 Es gibt so Sachen, da muss man einfach nicht lachen, die sind aber lustig, die fühlen sich gut an innen drin. Das Video geht zum Glück auch nur 10 Stunden. Ja, geil. Was? Alter. Ja. Hier gibt's ein Video für dich. Wie ist das, auf TikTok zu sein? Das klingt doch interessant, oder? Let's go. Ich wollte eh gerade sagen, wir haben sehr wenige Talente. Heute sind halt alles dumme Videos, aber ich dachte, wir sehen heute Leute, die streben, die was auf sich machen wollen. Ja, nächste Woche spätestens, wenn die kranken Diss-Tracks kommen nächste Woche wahrscheinlich, dann wird's wild. Okay, Leute, was machen wir jetzt gegen die Echsenmenschen? Leute, die halten Kinder in der Hohlerde gefangen. Wir müssen jetzt handeln. Hey, ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass die Erde flach ist, also müssen die Kinder irgendwo anders hin verschleppt haben. Ah, das sind die verschiedenen Plattformen, Digga. I see. Guck, das ist Instagram zum Beispiel. Was machst du da? Das ist TikTok. Peace, Leute. Nach einem anstrengenden Tag im Homeoffice, was gibt es da Besseres, als den Tag mit ein bisschen TikTok-Cringe schön ausklingen zu lassen? Wichsen. Wichsen, während man im Homeoffice ist. Und dann Geld zählen. Das ist so ein bisschen Oldschool-YouTube-Vibe irgendwie. Er ist zu nett, er ist zu, ne, zu allgemeintauglich. Das stört mich ein bisschen. Ja, ist nicht schlecht. Also ich glaube, das ist ein ganz gutes Infotainment-Format. Könnte ein bisschen schneller geschnitten werden, aber an sich nicht verkehrt, oder? Mein Leben, das dauert 25 Minuten, meine Wohnung. Ja, guck mal ganz kurz in meine Wohnung rein. Das hat 5 Aufrufe. Jo, Leute. Ganz viele Leute wollten auf meinem Kanal eine Roomtour haben. Jetzt kommt er endlich mal. Wir fangen an mit den Bats hier. Sitzt jetzt einfach seine Mutter und scheißt. Vater so in der Badewanne am Saufen einfach, Digga. Küche plus Küche. Küche plus Küche. Das ist nice. Der hat die Küche in seiner Küche. Das ist so praktisch. Hier ist die Küche. Kann der nochmal Küche sagen? Nicht wundern, ob in der Koffer da steht. Wir haben morgen heute so ein. Sag mal. Was ist das auch für Musik? Musik im Hintergrund? Was liegt denn da alles rum? Ich suche die ganze Zeit nach irgendwas, was er auch gerade entdeckt hat, deswegen musste er so stammeln. Alter, das ist eklig. Wenn du eine Roomtour machst, dann räumst du doch vorher auf. Nicht aufräumen. Aber 9 von 10 auf jeden Fall. Absolut geiles Video, Digga. Da muss ich sagen, das funktioniert nicht. Leos Street Trial. Oh, Fahrrad-Content. So, und jetzt endlich mal ein Video, wo es um Talent geht. Jetzt mal bitte auch aufpassen hier an Red Bull an der Stelle, ja? Neue Athleten hier. Wir arbeiten zusammen, Red Bull. Oh. Das ist echt schon nicht schlecht. Bro, what the f... Junge. Wow. Okay, das war risky. Ey, der hat sogar einen Red Bull-Helm, oder? Boah, ey, das ist schon mad skill, Digga, oder? Ich check's überhaupt nicht, wie sowas überhaupt möglich ist. Ist ganz ehrlich, wieso geht der nicht zu Fuß darüber? Wieso muss der da laufen? er kann nur Fahrrad fahren. Er ist Querschnittsgelähmt. Wahrscheinlich, safe. Krass. Digga. Auf ein Rad fahren, auf Hinterrad, war eine der ersten Sachen, die ich in meinem Leben aufgegeben habe, die mich traurig gestimmt haben, weil es nie funktioniert hat. Danach kam Skateboard. Danach Frauen beeindrucken. Bis dazu wirklich. Großes Talent. Leo Nein. Trials, Grüße geht raus an dich, Digga. Nicht schlecht, Bro. Sollen wir mal Musik anhören? Oh, bitte. Das habe ich jetzt an der Stelle nicht erwartet, Alter. Aber okay. Boah, da habe ich richtig Bock, mich mit 10 Männern zu prügeln, wenn ich das höre. Ich will direkt Schlägerei machen. Nee, ist gut. Sehr episch. Okay, hier ist ein Rap-Track. Sieht schon viel zu hochwertig wieder aus, Digga. Wen juckt's, dass die Jacke nach Papiri ist? Dass ich drip oder dass ich Valenzina sip? Dass du ne Chain hast, voll besetzt mit Diamanten, Leben geht kaputt.
wie Felgen am Bordsteinkanten. Oh, ich will nicht lachen! Ich möchte nicht lachen, es ist halt, die Stimme ist viel zu laut und trocken. Ich als Produzent weiß sowas, aber es ist halt schlecht für das Lied. Es ist schade, weil es ist nicht, er meint es ernst, es ist eine tiefe Message, aber es klingt scheiße. Es ist halt, wenn man Trash macht, ist alles erlaubt und sau cool. Da kann man auch über Tiere singen, aber wenn er halt was Ernstes rüberbringen will, ist es schon sehr wichtig, dass es auch geil klingt, naja. Ein Kumpel von mir macht Rapmusik. Die Kumpels, die rappen immer das scheiße, sind, Alter. Ja, vor allen Dingen sind es nie die Leute selber. Ordentlich. Boah! Absolut weirde Gang, keine Ahnung, Digga, aber wenn die mir entgegenkommen würden, hätte ich wirklich echt Angst. Komm mal näher, du kleiner Spaß. Was willst du machen, Alter, ich bin im Knast. Klatsch in die Hände. Was? Yeah! We got a winner! Woo! Wow, ein Kau. Ich bin mega schlau. Digga, was ist das einfach? Nee, ich würd's kaufen, ohne Scheiß. Richtig geil. Also wenn die nicht groß werden, dann weiß ich es auch nicht. Also klar, die werden wachsen, weil das sind Jugendliche und die sind in der Pubertät und körperlich werden die wachsen, aber die werden auch groß werden als Musiker. Verspreche ich dir, ist mein voller Ernst. Du meinst es als Spaß? Ich find die richtig geil. Was wollen gesagt, reise um die Blog, schreibe auf mein Blog, hab nen fetten Cock, höre gerne Rock. Was für ein Part! Du Hurzon, ja! Digga! Ohne Witz, 10 von 11, 12 von 10, das ist mehr als 10, deswegen ist das krasser. Aha. Richtig geil. Bro, das hat einfach 2,5 Millionen Aufrufe, das Video hier. Ich hab den Weltkrieg allein bestritten und bin schon 700 Mal auf'm Einhorn geritten. Das bist du, ne? Nicht. Will die ganze Zeit böse schauen, aber sieht aus, als hätte ich einen Schlaganfall. Guck mal. Revi, der Boss, ist kein Verlierer. Siehst du das? Guck mal so. Fans als dieser Justin Bieber. Maximal verunsichert. Ja, genau das. Meine Körperhaltung ist sehr gut. Cool. Du willst die Katze drücken? Willst du die Katze drücken? Willst du doch nicht die Katze drücken? Du kannst doch jetzt nicht die... Ich habe auch Schlager gemacht. Ah! Cool, ne? Habe ich mal was auf mich genommen. Ja! Ist bei dir gerade ein Erdbeben, ja? Hör bitte auf den Songtext. Ein auf diese Alte und ich denke an ihre Spalte und es kommt mir in den Sinn. Stopp. Ja? Was meinst du mit Spalte jetzt? Hä? Meinst du nicht ihre Scheide? Ganz schwieriges Thema. Willst du noch was von diesem Relaxus sehen? Komm. Der hat einen Song, der ist einfach nur light. Schon wieder mit Raoul. Es ist gute Musik. Zu viel Tränen, jetzt nie verstehen. Sie hintergehen jeden, den sie kennen. Die Welt ist geprägt von Streit und Hass. Für wahre Freundschaft gibt sie keinen Platz. Du kannst mir sagen, was du willst. Ich fühle das, ich sehe es. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich lache aus Freude. Ich aus anderen Gründen, aber es unterhält mich und das ist die Hauptsache. Ich war immer alleine. Oh. Bei uns gibt es kein Leid, mein Standard ist hier breit sein. Pfeifen in Steak rein, möglich auch vom Meerschwein. Wenn die Produktion noch dann geiler wäre, ich würde Album für Album kaufen, ohne Scheiß. Ich muss Label machen, ich muss sein, ich muss anfangen, Leute zu sein. Geil, ja. Gefällt mir, geht mir auch rein. Rebo, ich muss Pipi machen. Okay, viel Spaß. Nehmen wir. Das ist eine krasse Stimme. Tatjana ist nicht schlecht, das ist eine sehr gute Stimme. Damn. Hallo. Hier hat mal jemand was reingeschickt. The Butcher Sisters. Kennst du das? Die sind richtig geil. Oh mein Gott. Kennst du das schon? Guck dir die Pizza an. Das ist der Hammer. Okay. Das ist der Hammer. Die sind richtig nice. Ja, die waren auch richtig groß. Meine Prophezeiung. Das ist meine Prognose. Gib mir jetzt direkt einen geilen 102-Vibe vom Outfit her. Fühl dich sofort. Das sind die besten, ohne Scheiß. Warte mal, da bist du. Das bist du. Muss los. Da bist du. Klar, ich hab ne Band. Guck dir mal ins Band an. Los, let's go. Das ist Capital Bra. Das ja! Capital Bra. Was ist das, ein Band?
Ja, da müssen wir dann mal schauen, ne? So, hier ein schwarzer Benz. Nee, der hier. Sehr gute Musik, Rigi, hör genau hin. Weil ich meine Karren auf Motzen lasse, in meine Garage einer Boxengasse. Ich mach den Kofferraum auf, yeah. Und der Wuffer löst ein Erdbeben aus, zertrümmert dein Haus. Wir cruisen relax in unserem Van. Oh, geil, Digga. Bro, also musikalisch wirklich krank gut. Bist du bereit, Revi? Ja. Hältst ja. du dich irgendwo fest, Revi? Wow, Bro! Digga, als ob du so geil screamen kannst. Holy shit, Mann. Das ist, endlich mal guter Content heute. Wow. Das ist, wie wir rollen. Das ist, wie wir rollen. Das ist einfach nur sexuellst. Boah, Bro. Richtige Headbang-Shit. Wildes Leute, herzlich Video. Willkommen, The Butcher Sisters, meine Band. Willkommen, liken Sie, followen Sie, kaufen Sie. Geht mir sehr, sehr gut rein, Alter. Bin ein bisschen stolz. Geil. Tiamon Demons. Er sieht aus, als würde er erfolgreich werden. Man kann auch hässlich sein und zum Erfolg kommen. Das habe ich auch geschafft, ne? Wieso hat der mir das gezeigt, den Mittelfinger? Ich stehe für den Frieden von zwei Welten, so wie Nipsey, ja, die einen Brüder lieben und dieselben sagen, ich kann die Zeit hat alle Runden, doch verliert das Rennen mit. Das Ding ist, dass viele nicht wissen, die sind im Container eingesperrt und der ist sau heiß, die Sonne scheint drauf und die wollen da raus, deshalb tanzen die. Den Tod, Homies fragen mich wieso, ich sag, frag meinen Dämon. Weil der Boden so heiß ist. Keiner reflektet die echten Aspekte, ich kenne das Leben und kenne die letzten. Ja, ich glaube, ganz guter Ansatz. Nicht verkehrt auf jeden Fall. Wirklich echt 750, gut. Aber da würde ich sagen, geht mehr Essen. Also, ja, weitermachen, wollte ich auch sagen. Er soll nicht aufhören, ist gut. Ja, hier haben wir ein starkes Video. Warten auf die Bahn. Freue mich, ich hab voll Bock. Ich ein Like gegeben, ja. So, ich glaube, wir haben jetzt hier größtenteils alles durch, Leute. Ich will mal was Lustiges sehen. Ja, ich will euch Talente sehen. Wo eure Talente so... Wo einer von euch so was Lustiges sagt, macht ein, wieso. Nee, wir schauen uns jetzt mal die Tagesschosch an. Eine YouTube-Kacke. Weißt du, was YouTube-Kacke ist? Nein, dann ist, dann ist aber Feierabend bei mir. Ja! Von welchem Channel ist das? Soßenbinder oder? Ne, ganz kleiner Channel, ganz klein. Ander und Soße, 4 Abonnenten bis dato erst. Oh, was? Okay, nice. Das ist wild. Das ist interessant. Jetzt ist es eine Talentshow. Geil. Ein Hauch neuer Ausgangsbeschränkungen auf Mallorca. Hier sind die Ausgangsbeschränkungen Normalität. Im Vergleich zur Hauptstadt Madrid, viele Geschäfte, Restaurants und Cafés haben. Spanien braucht den Tourismus, aber der Tourismus braucht auch Sicherheit. Spanien braucht, glaube ich, nicht den Terrorismus, Alter. Nee, stabil, weitermachen, auch da wieder. Auf gute YouTube-Kacke. Definitiv. Auf jeden Fall.